Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr seid eine super geile Band. Aber klasse. Ja? Dankeschön. Katja, wo hast du den? Ach, da. Sind noch nie alle da. Ach so. Abbauen. Ja, jetzt wird abgebaut. Du kannst jetzt so kannst es geben. So kannst es geben. Mein Akku ist an. Hast du noch Bilder? Nee, oder Jolo? Jolo sei schon. Baki, komm mal her. Mein liebster Mitarbeiter. Ganz kurz nochmal. Ich glaube, wir haben irgendwie 1,50 Euro gespendet für die Band. Das kommt jetzt gerade. Der Kapitän von SV Poschenrieden ist jetzt gerade auf dem Weg. Doch, er braucht mir ein bisschen länger, schon ein bisschen älter. Nee, nicht der älteste, aber der dickste von allen. Da ist die Band. Einmal bitte unseren Klingelbeutel übergeben. Super, nicht alles auf einmal. Aber nicht Alkohol. Ja, wir haben die Schweriner Band Monty Cap hier. Ihr habt gerade die Saison-Auftaktfeier des SV Post Schwerin gerockt, kann man schon so sagen, weil das geht ja so in eure Musikrichtung. Vielleicht stellt ihr euch kurz selber vor. Ja, ich bin der Gü und ich spiele Schlagzeug. Ich bin der TJ, ich spiele Gitarre. Ich bin Sascha und mache den Bass. Moin, ich bin Benny, ich spiele Gitarre und singe. Und das Mädel hat auch eine Funktion? Das Mädel ist für die Optik da. Sehr gut. Ihr seid alle Schweriner? Ja, und Umgebung. Okay, und Monty Cap, wie kommt man auf so einen speziellen Namen? Super Geschichte. Ich glaube, er war das. Er hat mir einen Del Monte Sticker auf meinen Cap draufgeklebt. Und wir waren gerade halt auf der Suche nach einem Namen. Dann kamen wir halt so drauf, Monty Cap. Und woher kennt ihr mich? Alle verschieden. Ja, eigentlich kenne ich alle und dann habe ich alle zusammengeführt. Also ihn kenne ich schon, mit ihm mache ich schon ganz lange Musik, also mit dem Gitarristen. Er ist der Ex-Freund von meiner Schwester und er wurde halt ins Boot geholt, weil wir einen Schlagzeuger gesucht hatten. Haben wir ihn über die Dame kennengelernt. Wie beschreibt ihr eure Musik, die ihr macht? Also für mich ist es Rock, aber vielleicht nennt man das ja anders. Wenn man da ein bisschen genauer rangeht, also ich persönlich versuche halt immer innovative Musik zu machen, also nicht alles, was gleich klingt, aber im Endeffekt kann man schon sagen, es ist Rock. Und ihr schreibt eure Stücke selbst? Ja, ist alles selbst geschrieben. Jeder von euch oder eine spezielle? Also, sagen wir mal, die Melodien machen hauptsächlich wir beide, auch wenn er den größten Teil davon macht, aber ich schreibe auch ein bisschen mit und Texte schreiben dann halt die drei. Okay, textemäßig, gibt es ein spezielles Thema? Oder? Nö, ist alles rundherum. Also wir wollen jetzt auch nicht unbedingt politisch irgendwie engagiert wirken oder so, weil es wird ja auch immer ein bisschen verklemmt. Ja. Und deswegen halt, was uns so auf dem Herzen liegt oder halt ein bisschen über Spaß singen oder halt alles Mögliche. Gibt es ein erstes Stück, ein Lieblingsstück von euch, wo ihr sagt, Mensch, das ist das, was wir sind? Ja, es ist halt ziemlich breit gefächert. Es ist halt immer nach Stimmung. Also manchmal denke ich mir, ja, der Song, den könnte ich mein ganzes Leben lang spielen, aber den nächsten Tag wieder, warum das denn? Okay. Ja, Sascha? Na gut, ich habe halt. Wir haben halt drüben gegrillt bei mir zu Hause. Und dann war Frank auch da, Herr Deichmann. Und ja, läuft durchs Bild. Und da. Super! Das hast du gut gemacht. Ja, das ist unser Wasserballer, der läuft gerne mal durchs Bild, weil er was andere Funktion hat er nicht. Super. Ja, und dann habe ich halt Frank einfach mal darauf angesprochen, ob er uns sponsern möchte. Und dann meinte er, ja, aber dafür möchte ich auch, dass er für mich auftritt. Und dann
kam halt dazu. Und werden wir euch öfter bei uns mit uns zusammen sehen? Definitiv, ja. Denke ich auch, ja. Würde ich sagen. Wenn wir nicht international erfolgreich werden, ja. Dann bin ich gleich hohen Flüge bekommen. Also zu Leben mit der Musik, wo ich euch in 2, 3, 4 Jahren. Ja, also in, mit dem Bandnamen gibt es uns jetzt seit ein Vierteljahr, ja, seit März, April. Und in der Besetzung gibt es uns auch erst seit März. Aber wir drei spielen halt schon seit einem Jahr jetzt ungefähr wie Musik. Hallo? Okay, und wo geht's hin? Ja gut, wenn wir, ja, natürlich, also wenn es klappen sollte, dann natürlich. Natürlich, man versucht natürlich groß zu werden als Band, vor allem als junger Mann träumt man natürlich von allen möglichen Sachen. Aber irgendwo muss man halt sehen, wo man bleibt. Gibt's da direkt Vorbereitungen? Ja, halt so die aktuellen Bands. Ich weiß nicht, es gibt ja nicht so viele angesehene deutsche Bands. Ja, was sagt ihr zu Tokyo Hotel? Ich meine, die sind ja international, ja, aber total. Ich sag mal, ist es grandios, dass sie so einen Erfolg haben mit der Musik, die sie machen? Das ist ja jetzt Geschmackssache, ob die gute oder schlechte Musik machen, aber ich find's interessant, dass man so als junge Band auch so international erfolgreich sein kann. Und nochmal, sieht man euch im Internet, findet man euch irgendwo, dass man nicht mehr über euch erfährt? Ab heute ja, also heute stellen wir uns auch ins Internet groß und ja, und Auftritte halt besorgen wir uns jetzt demnächst. Okay. Also jetzt soll's losgehen. Monty Cap, einfach eingeben und dann sind wir eigentlich die einzigen und ersten, die da stehen. Mhm. Und Konzerte, gibt's schon irgendwas demnächst? Die Planung ist noch nichts Direktes mehr. Also 2, 3 Möglichkeiten sind offen, aber wir müssen halt sehen, wie das jetzt läuft. Ob die uns wirklich wollen oder nicht. Dann alles Gute. Alles klar, danke. Ich mal einen Gruß an die Fischstäfer Zuschauer. Ja. Natürlich, alles Gute. Alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Danke. Ja, ich will sagen, Smoke on the Water. Können wir mal ein bisschen spielen? Wunschmusik? Ich mach das Intro und den Schräger. Ach, wir machen einfach. Ich muss ja noch nicht zu Hause. Ich muss ja noch nicht zu Hause.